Von Null auf FTL, das ist, worum es heute geht in der Folge von Frequent Traveler TV. Ich erkläre euch, wie ihr mit Null Statusmeilen jetzt morgen vielleicht ein FTL haben könnt. Ganz einfach ein Flug oder einfach nur Kreditkartenumsätze und trotzdem ein Flug, aber ein kürzerer. Also bleibt dabei und ich erkläre euch, wie es geht nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Heute mehr Status, denn es geht um den Frequent Traveler Status bei Lufthansa Miles & More. Wir haben zwei geile Aktionen. Die eine Aktion ist die Kreditkartenaktion. Wenn ihr eine Kreditkarte bei Lufthansa Miles & More habt, egal ob in Deutschland, Österreich, Schweiz oder in einem anderen Markt, bekommt ihr von Lufthansa pro Euro, in der Schweiz pro Schweizer Franken, zwei Statusmeilen. Ihr habt richtig gehört, es gibt Statusmeilen. Das heißt also, ihr könnt bis zur Kappungsgrenze von 30.000 Meilen, Statusmeilen, mit dem Umsatz von 15.000 Euro kommen. Das heißt, ihr habt fast den FTL. Dann gibt es natürlich immer noch die Aktion, wer einen Status schon hat, also wer den FTL hat. Der Senator braucht hier gar nicht hinzuhören, deshalb könnt ihr das Video auch abschalten. Habe ich ganz vergessen zu sagen, Senator kommt morgen. Von Null auf Senator oder Senator bleiben. Also auf jeden Fall, wenn ihr keinen Status habt oder FTL, dann bekommt ihr keine Statusmeilen. Aber wenn ihr schon den FTL habt, dann bekommt ihr 5.000 Statusmeilen mit der Kreditkarte, wenn ihr diese natürlich beantragt habt. Kein Beinbruch. Wer die Karte nicht hat und jetzt beantragt, kann einmal von der geilen Aktion im Moment profitieren. Es gibt bis zu 35.000 Meilen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Prämienmeilen allerdings. Und dann bekommst du, wenn du dich bei der Karte registrierst und die Karte ausgestellt wirst, auch die 5.000 Punkte retro, wenn du halt einen Status hast. Wenn du keinen Status hast, kein Beinbruch. Ihr könnt das ja über den Umsatz generieren. Dann gibt es ja die Aktion, dass man 25.000 Prämienmeilen in 5.000 Statusmeilen umrubbeln kann. Das geht nicht, weil das zählt in der Aktion nicht mit rein. Das heißt also, ihr könnt das machen, aber es reduziert halt die 30.000, genau wie die 30.000 reduziert werden um die 5.000, wenn ihr mit dem Status die 5.000 Punkte schon bekommt. Also 30.000 ist maximal, die ihr bekommen könnt, aus allen Aktionen zusammen kumuliert. Abgesehen davon, die 25.000 Prämienmeilen Statusmeilen umzurubbeln, ist nicht unbedingt so das Geilste, weil es gibt im Moment wirklich sehr geile Deals, die man erfliegen kann. Ja, also direkt zum Thema, wie bekomme ich die restlichen 5.000? Ganz einfach, ihr fliegt Business-Class-Flug, gönnt euch doch mal was Schönes. Wenn ihr Transborder fliegt, gibt es doch 2.000 Meilen ohne Status. Ist doch geil, ihr fliegt hin, 2.000 und es gibt 2.000 zurück. Das sind dann 4.000. Dann sagt ihr, kombiniere Dr. Watson, aber das reicht ja dann nicht. Doch, es reicht, denn Lufthansa gibt auf erflogene Statusmeilen im Moment auch nochmal das Zweifache. Das heißt also, wenn ihr für den Flug 2.000 bekommt, bekommt ihr 4.000. Das macht ja zweimal, sind 8.000. Na, mitgerechnet. Heißt also 30.000 aus der Kreditkarte und dann nochmal 8.000, sind sogar 38.000. Ihr habt sogar 3.000 zu viel. Ihr könnt natürlich auch eine niedrigere Buchungsklasse nehmen. Aber ihr müsst dann halt einfach gucken, weil zum Beispiel Flüge, die innereuropäisch sind oder innerdeutsch, geben halt in der Paula-Klasse nur 750. Deshalb wäre es eine teurere Buchungsklasse, die ihr machen müsstet. Oder wenn ihr über die Grenze fliegt, gibt es ein bisschen mehr. Das nur als Hinweis dazu. Dann, wenn ihr den Status nicht schon habt, dann kriegt ihr natürlich Executive Meilen. So ist das. Dann sind das nicht 2.000 in der teuren, sondern es sind dann sogar sind das 2.500, weil ihr kriegt ja 25%. Wenn ihr in der niedrigsten Business Class fliegt, dann sind das 750 Meilen, innerdeutsch zum Beispiel, davon 25%, schnell auf den Vorstelle geguckt, ich habe es mir ja vorher aufgeschrieben, 938. Ich würde mal sehen, wer die Meilen jetzt einfach mal im Kopf 25% von 750 schnell ausgerechnet hätte. Aber lange Rede, wieder keinen Sinn. Ganz einfach, damit kann man das machen. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, du hast noch keine Kreditkarte und du hast auch keinen Bock, eine Kreditkarte zu holen. Du hast aber einen FTL-Status oder du hast noch keinen Status. Dann würde ich einen von den First-Class-Deals, die es im Moment zuhauf gibt, auf dem Markt vorschlagen. Ihr könnt einfach nach Südafrika fliegen. Ja, ich weiß, fliegen ist immer problematisch, aber im Sommer kann es vielleicht klappen. In Südafrika ist dann übrigens Winter, ne? Also
Daunenjacke mitnehmen. Na, so ganz so kalt wird es nicht, aber trotzdem ist es halt nicht Sommer. Nochmal zurück dann, woher kriege ich den Deal? Ganz einfach, ab Finnland, ab Oslo, ab Stockholm, aber auch ab Tallinn gibt es zum Beispiel Deals. Und ich habe mir das extra für euch auf den Bildschirm gezogen. Ich werde euch das hier auch auf den Bildschirm ziehen. Und da gibt es einen Deal, zum Beispiel Johannesburg. Tada! Johannesburg geguckt. Johannesburg in der Business Class fängt bei 2.399 an. Ja, Euro. Und dafür gibt es natürlich auch doppelte Statusmeilen, wenn ihr fliegt. Ich rechne euch das gleich einmal vor. In der First Class gibt es das Ganze zum Beispiel auch schon für zwei Personen ab 3.799. Das sind alles Preise ab Helsinki. Der Deal gilt bis zum 14., also bis zum Valentinstag. Jetzt rechnen wir das doch einfach mal aus. Ihr nehmt das Ticket, fliegt von Helsinki aus über Frankfurt nach Zürich, nach Johannesburg. Warum? Ganz einfach, weil ihr kriegt dann mehr Meilen. Wenn ihr nämlich von Helsinki nur nach Frankfurt fliegen würdet und dann nach Johannesburg, bekommt ihr ja nur diese einmaligen Meilen, und zwar diese Distanzmeilen gibt es ja nicht, weil das eine kurze Strecke ist. Da gibt es ja den fixen Meilenwert von 2.500, wenn ihr einen Executive Bonus habt. Wenn ihr nicht habt, nur 2.000 in der Delta. Aber dadurch, dass der Business Class Flug leider nicht in dieser Buchungsklasse, sondern in Paula ist, gibt es da wesentlich weniger. Also, ich erkläre es euch nochmal. Das heißt also, ergo, wenn ich fliege, fliegt über Frankfurt, wenn ihr mehr Stops habt, gibt es halt wirklich da auch wesentlich mehr Punkte, die ihr bekommen könnt. So, wie viele Punkte gibt es denn? Ich habe das einfach mal ausgerechnet. Ihr bekommt ohne Status, ad hoc, einfach nur für den Flug, roundabout 27.000 Meilen. Diese 27.000 Meilen, wie viel braucht ihr für den FTL, sind 35.000, die ihr braucht. Heißt also, es fehlen euch 8.000. Wenn ihr einen Status habt und diese 25% Executive Bonus bekommt, dann kriegt ihr knapp 34.000 Meilen, es fehlen euch nur noch 1.000. Ja, wie bekommt ihr die? Ihr bekommt sie ganz einfach, indem ihr den Hinflug nach Finnland ja auch noch habt. Ihr müsst euch ja positionieren. Jetzt sagen wir einfach mal, ihr kommt von Frankfurt. Und da könnt ihr dann auch zum Beispiel diese 2.000 Punkte nehmen. 2.000 plus 2.000 sind 4.000, dann nochmal verdoppelt, weil es ja wirklich nochmal verdoppelt wird. Dann habt ihr 8.000 Punkte und damit seid ihr von 26.000 oder 27.000 mit 8.000 Punkten direkt da. Das heißt also, mit einem Flug, cool, oder? Und für die, die einen Status haben, haben natürlich einen leichten Overshot. Aber das ist natürlich immer das Risiko. Ihr könnt natürlich mit einer niedrigeren Buchungsklasse fliegen. Ihr könnt in Economy fliegen, müsst aber aufpassen, dass ihr halt in Economy in keine Buchungsklasse rutscht, die halt weniger Meilen gibt. Das heißt also, ihr müsst da wirklich über die knapp über 1.000 Meilen erfliegen. Deshalb ist es am sichersten entweder eine Y-Klasse, ist natürlich teurer, oder halt so eine Paula, die auch 100% Meilen gibt und dann nochmal verdoppelt wird, weil ihr habt ja den Hin- und Rückflug. Ich bin ganz atemlos, weil das ist doch einfach geil. Ich werde das wahrscheinlich machen von Null auf Frequent Traveler und ich werde euch davon dann auch live berichten. Vergesst nicht, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat, aber die Erklärung dazu nicht vergessen, damit ich lernen kann und mich verbessern kann. Und natürlich wie immer das Angebot an euch. Bei Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten, fragt mich. Ich bin gerne für euch da und helfe euch und erkläre ich den Deal nochmal gerne. Ihr findet ja unten in den Shownotes, wie das so schön heißt, meine Socials. Da könnt ihr mich direkt kontaktieren. Am besten ist auf WhatsApp oder in einem unserer Calls, Zoom oder Clubhouse oder. Also, danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Ich freue mich auf morgen. Und dann geht es natürlich um den Senator. Da erkläre ich euch, wie ihr den Senator erfliegen könnt. Stay tuned. Also, bis dann. Ciao.